In diesem Lernvideo zur Analyse von Sprachbildern schauen wir uns zunächst an, was man überhaupt darunter versteht. Wir beschäftigen uns damit, welche Schritte wir gehen müssen zur Analyse von Sprachbildern und wenden dieses Wissen auf drei Beispiele an. Stellt sich natürlich am Anfang erstmal die Frage, was man unter einem sprachlichen Bild überhaupt versteht. Wenn wir von einem sprachlichen Bild sprechen, meinen wir Beschreibungen, die einen Sachverhalt im Text als Bild darstellen. Das heißt jetzt nicht, dass mitten im Text ein Bild auftaucht, sondern ein bestimmter Sachverhalt wird bildlich beschrieben. Das Ziel dabei ist, dass genau dieser Sachverhalt, von dem wir gerade sprechen, zum einen genauer, aber auch verständlicher und anschaulicher dargestellt wird, dass sich der Leser etwas darunter vorstellen kann, wie das gemeint ist. Wichtig ist jetzt aber hierbei, und jetzt kommt das große Aber, man darf diese sprachlichen Bilder natürlich nicht wörtlich nehmen. Also es passiert natürlich nicht genau so, wie das sprachliche Bild es beschreibt, sondern man muss dieses sprachliche Bild nehmen und im übertragenen Sinne anwenden. Viel hilft dabei, wenn du dir immer vorstellst, es fühlt sich so an wie. Jetzt gibt es einige Beispiele, die man hier mal veranschaulichen können. Ein Beispiel, das relativ oft im Sprachgebrauch, auch im Alltag vorkommt, ist: Es regnete wie aus Eimern. Das wäre jetzt ein sprachliches Bild. Das heißt, das Wetter wird jetzt hier, der Sachverhalt ist in diesem Fall das Wetter, der wird jetzt genauer, aber auch verständlicher und anschaulicher dargestellt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass da jemand dasteht und einen Eimer zur Hand nimmt und Wasser über einem Ort oder einer Stadt oder einem ganzen Land ausleert, weil es so viel regnet. Sondern man muss sich vor Augen führen, es fühlt sich so an, wie es regnet aus Eimern. Ein zweites Sprachbild wäre, kommt auch sehr, sehr häufig vor, bestimmt auch schon mal daheim gehört, das ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Auch hier wird ein Sachverhalt genauer und anschaulicher dargestellt, aber das ist natürlich nicht so, dass jetzt jemand vor einem Heuhaufen steht und darin eine Nadel sucht. Auch hier muss man sich vorstellen, es fühlt sich so an, wie man steht vor einem Heuhaufen und muss jetzt in diesem großen Heuhaufen eine winzig kleine Nadel suchen. Ein letztes Beispiel. Er schleppte seine Schulden jahrelang mit. Auch hier ist es natürlich so, dass jemand seine Schulden nicht schleppt wie einen Sack, in dem lauter Schulden drin sind. Das soll nur als sprachliches Bild veranschaulicht werden. Das heißt, hat jemand Schulden, dann fühlt es sich so an, als würde er ein Mordsgewicht voller Schulden hinter sich herziehen, was aber natürlich nicht der Fall ist. Du siehst ja niemanden, der einen dicken Sack hinter sich herzieht, der voller Schulden ist. Was ist jetzt eigentlich das Ziel des Ganzen? Warum musst du zum Beispiel in irgendwelchen Klausuren, in Proben oder auch in Abschlussprüfungen sprachliche Bilder analysieren? Hierbei wird dein Textverständnis geprüft. Das heißt, du musst zum einen erstmal herausfinden, warum wird dieses sprachliche Bild jetzt genau an dieser Stelle im Text verwendet. Egal, ob es ein Sachtext ist oder ein literarischer Text, sondern du musst herausfinden, warum wird jetzt ein bestimmter Sachverhalt mit einem Sprachbild veranschaulicht? Und was hat das Ganze eigentlich mit dem Text zu tun? Das heißt, es wird überprüft, verstehst du, warum wird das sprachliche Bild verwendet? Und was hat es eigentlich mit dem Text zu tun? Schauen wir uns im nächsten Schritt nun an, wie wir ein sprachliches Bild analysieren. Es wird nie funktionieren, auch wenn es vermeintlich leicht ist, dass man sagt, nimm dieses sprachliche Bild und erklär, was es im Text bedeutet. Das wird in der Regel nicht funktionieren, sondern auch da, wenn du analysierst, gehst du geplant und Schritt für Schritt nach einer bestimmten Anleitung vor, die sich einfach bewährt hat, wo dann nach einer bisschen Übung auch die besten Ergebnisse rauskommen. Ganz am Anfang, und das ist, glaube ich, logisch, ist, dass du den Text, aus dem das sprachliche Bild kommt, erstmal wirklich in Ruhe liest. Erst auch verstehen, habe ich verstanden, um was es in diesem gesamten Text geht, egal ob es jetzt ein literarischer Text oder ein Sachtext ist, und finde ich überhaupt die Stelle im Text, wo dieses sprachliche Bild verwendet wird. Also finde ich die Zeile oder vielleicht auch, wenn es mehrere Zeilen sind, finde ich die zwei, drei Zeilen, habe ich den Text überhaupt verstanden, um was es in diesem Text geht. Weil erst dann kannst du mit den nächsten Schritten überhaupt weitermachen, weißt du gar nicht, um was es in dem Text eigentlich geht oder was er dir sagen soll, dann wirst du auch Schwierigkeiten haben, das sprachliche Bild zu erklären. Der zweite Schritt
ist, dass du dieses sprachliche Bild in diesem Satz, in dem es vorkommt, erst einmal markierst. Das kann jetzt ganz unterschiedlich ausschauen. Es können einzelne Wörter sein, wie zum Beispiel Nomen, Verben oder Adjektive. Es können zwei Wörter sein oder, wenn wir Sprichwörter haben als sprachliches Bild, können es auch kleine Sätze sein. Nehmen wir jetzt einmal dieses Beispiel. Er schleppte seine Schulden jahrelang mit. Ist nicht der ganze Satz das sprachliche Bild, sondern es geht eigentlich um die Schulden schleppen. Warum ist es jetzt nur das, also nur Schulden schleppen? Wie gesagt, du musst dir vorstellen, es fühlt sich an, als würde man Schulden schleppen. Es passiert nicht in der Wirklichkeit. Und das sind diese beiden Teile, die nicht in der Wirklichkeit passieren. Man schleppt ja die Schulden nicht wie einen dicken Sack hinter sich her. Deswegen ist es Schulden schleppen, hauptsächlich das Wort schleppen. Das andere Beispiel, die Nadel im Heuhaufen. Auch da ist es in der Regel nicht der ganze Satz, weil es wird nicht so sein, dass nur dieser eine Satz vorkommt, sondern dieses sprachliche Bild wird in einem längeren Satz eingebunden sein. Was ist jetzt hier das sprachliche Bild in diesem Satz? In diesem Satz ist es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil auch hier ist das ja nicht so, dass das wirklich vorkommt. Also du suchst ja nicht die Nadel im Heuhaufen, das wird kein Mensch machen, sondern es ist etwas, das du im übertragenen Sinne verstehen musst. Das heißt, suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also sind diese Wörter das sprachliche Bild, das du erklären sollst. Schauen wir uns das letzte Beispiel noch an, das wir hatten. Es regnet wie aus Eimern. Auch hier kannst du dir vorstellen, es ist jetzt nicht der ganze Satz, weil es regnet aus Eimern. Passiert ja nicht in der Wirklichkeit so. Es steht, wie gesagt, niemand da, der einmal voll Wasser ausleert, weil es stark regnet, sondern es passiert im übertragenen Sinn. Es fühlt sich so an, wie dass jemand dasteht und einmal voll Wasser ausgibt. Deswegen ist das sprachliche Bild, regnet aus Eimern. Hast du das richtig erkannt, dieses sprachliche Bild, im zweiten Schritt, kannst du mit dem dritten Schritt weitermachen. Der besteht darin, dass du dir erstmal notierst, was verbindest du denn mit diesem sprachlichen Bild allgemein, wenn du dir vorstellst, es fühlt sich so an wie. Nehmen wir jetzt das Beispiel Schuldenschleppen. Im dritten Schritt sollen wir ja notieren, was wir allgemein damit verbinden. Das bedeutet, ich verbinde mit diesem sprachlichen Bild, wenn ich mir das vorstelle, jemand macht wirklich diesen Gesichtsausdruck, hat einen dicken Sack voller Schulden hinter sich. Es fühlt sich doch an wie ein schweres Gewicht, wie eine große Last, das man unter großer Kraftanstrengung mittragen muss und damit klarkommen muss. Es ist unangenehm, es ist schwierig zu meistern und es belastet einen. Das sind jetzt zum Beispiel die allgemeinen Gedanken, wenn man sich das wirklich bildlich vorstellt. Also dieses sprachliche Bild wirklich in ein Bild überträgt und sich das gedanklich vorstellt. Fühlt es sich an, als wäre es eine große Last, ein schweres Gewicht, das einem am Vorwärtskommen hindert, das einen daran hindert, das zu tun, was man eigentlich möchte, weil das Gewicht einen immer ausbremst. Schauen wir noch das nächste Beispiel an. Bleiben wir wieder bei der Nadel im Heuhaufen. Auch hier kurz auch gerne mal die Augen zu machen und sich das wirklich vorstellen. Man steht vor einem riesen, dicken, fetten Haufen Heu und soll jetzt da drin eine kleine Nadel suchen. Die Gedanken, die sofort aufploppen, sind doch, das ist doch unmöglich. Es ist schwer, es dauert lang, es ist mit sehr viel Feinheit verbunden. Man muss alles einzeln und detailliert auseinandernehmen, um wirklich zum Ergebnis zu kommen. Das notierst du dir am Anfang einfach mal auf einen Schmierzettel oder auf ein Notizblatt notieren, was die allgemeinen Gedanken zu diesem sprachlichen Bild sind. Hast du das erledigt, kannst du mit Schritt 4 weitermachen. Du überträgst jetzt dieses sprachliche Bild bzw. diese Gedanken, die du zu diesem sprachlichen Bild hast, überträgst du jetzt nun auf den Text. Dabei ist es wichtig, dass du darauf eingehst, warum wird jetzt genau dieses sprachliche Bild an genau dieser Stelle des Textes ausgewählt? Was soll denn damit veranschaulich bzw. verständlich gemacht werden?
denk auch wirklich dran, dass du hier ausführlich schreibst. Also ein sprachliches Bild auf den Textzusammenhang übertragen wird nicht in 2 bis 3 Zeilen funktionieren, weil da gehst du dann unmöglich in die Tiefe. Also gerne mal eine viertelte bis eine halbe Seite schreiben, dass auch dem Leser und demjenigen, der korrigiert, deutlich wird, was will der Leser, der Autor damit ausdrücken, und du hast auch den Zusammenhang deutlich verstanden. Wenden wir jetzt dieses Wissen auf konkrete Beispiele an. Wir nehmen, weil wir damit schon jetzt mehrfach gearbeitet haben, das sprachliche Bild. Meistens schleppen sie ihre Schulden jahrelang mit. Dieser Satz ist so aus einem Text herausgenommen. Um zu verdeutlichen, was wir wann machen, legen wir unsere Schritte nochmal darunter und gehen Stück für Stück darauf ein, wo wir gerade sind. Konkret ist dieser Satz jetzt aus einem Text, in dem es darum geht, dass viele Jugendliche, sobald sie Geld verdienen, viel zu schnell Einkäufe tätigen, auch große Anschaffungen tätigen, die dann mit versteckten Kosten verbunden sind. Sie wählen Ratenzahlungen oder kaufen jetzt und zahlen später. Und diese Kosten, so wie Abos fürs Fitnessstudio oder fürs Handy, kosten irgendwann so viel, dass sie Schulden anhäufen und nicht mehr davon loskommen. Als erstes lesen wir und verstehen den Text einmal. Haben wir das erledigt, finden wir im Text in der entsprechenden Zeile das sprachliche Bild und markieren es. Wie wir es schon vorher erledigt haben, wissen wir, das sprachliche Bild besteht darin, dass man die Schulden schleppt. Weil das, wie gesagt, ja nicht wirklich passiert. Man schleppt sie nicht, sondern es ist ein sprachliches Bild, mit dem der Sachverhalt deutlicher gemacht werden will. Zunächst einmal notieren wir unsere allgemeinen Gedanken. Das ist jetzt bei mir ausformuliert der erste Abschnitt. Allgemein, wenn ich mir das vorstelle, man schleppt Schulden, kommen bei mir die Gedanken, allgemein verbindet man mit dem sprachlichen Bild Schulden schleppen, eine große Last, viel Gewicht, Anstrengung und harte Arbeit, und diese Schulden stellen ein Hindernis dar. Das sind jetzt erstmal meine allgemeinen Gedanken. Wichtig ist, wenn du dann am Ende den Text formulierst, denk dran, dass du abwechslungsreich und in eigenen Worten schreibst, denn das gibt deine Punkte in Proben oder in Abschlussprüfungen. Gehen wir jetzt auf den vierten Punkt ein. Wir stellen jetzt diese allgemeinen Gedanken, die wir oben formuliert haben, und nehmen sie her und gehen damit in den Textzusammenhang. Warum wurde dieses sprachliche Bild an dieser Stelle verwendet? Auf den Text übertragen lässt sich das sprachliche Bild so verstehen, dass gerade Jugendliche zu sorgenlos Abos und Verträge abschließen und Käufe tätigen, die sie in Schulden treiben. Diese Schulden sind für die Jugendlichen eine große Last und ein Gewicht im Leben, das sie tragen müssen. Es ist mit harter Arbeit verbunden, diese Last wieder loszuwerden. Das wäre jetzt übertragen auf selbstgeschriebenes gut eine Viertelseite lang. Denk dran, dass du in nur 2, 3 Zeilen bekommst du diesen Inhalt nicht unter, und das wird dir in der Regel dann auch nicht gut mit Punkten vergolten, wenn du nur 2 bis 3 Zeilen zu einer Aufgabe schreibst. Das hier ist eine Beispielformulierung, das heißt nicht, dass es eine Musterlösung bzw. die einzig richtige Lösung wäre. Wichtig ist nur, dass du am Anfang allgemeine Gedanken formulierst zum sprachlichen Bild, es fühlt sich so an wie, und du stellst es dir vor, und dann einen recht ausführlichen Zusammenhang im Text herstellst. Schauen wir uns das anhand eines zweiten Beispiels an. Wir nehmen wieder denselben Text und hier findet sich noch das sprachliche Bild. Unbemerkt tappen sie in die Schuldenfalle. Hast du natürlich wie jetzt hier 2 sprachliche Bilder in einem Text, musst du dir den Text natürlich nicht nochmal ausführlich durchlesen. Das reicht schon, wenn du den einmal verstanden hast, dann kannst du auch weitere sprachliche Bilder darauf anwenden. Du findest und markierst wieder das entsprechende sprachliche Bild im Text. In dem Fall ist es nicht der ganze Satz, sondern wieder tappen in die Schuldenfalle. Denn es fühlt sich so an wie, stell dir vor, das ist wie eine Bärenfalle am Boden und mit einem Bein bleibst du drin stecken und kommst nicht mehr vorwärts. Es ist ja nicht im wahren Leben wirklich so, dass da eine Falle voller Schulden liegt, in die trittst du rein und bist dann auf einmal festgehalten. Der dritte Schritt, du formulierst deine allgemeinen Gedanken dazu. Das könnte man jetzt so formulieren: Mit dem sprachlichen Bild Schuldenfalle verbindet man etwas, das einen gefangen hält. Etwas, aus dem man nicht mehr ohne Hilfe herauskommt. Man fühlt sich hilflos,
ausgeliefert und man kann sogar daran zugrunde gehen. Das heißt, auch hier gerne Augen zumachen und es sich vorstellen, wie es wäre, wenn man in einer Falle gefangen ist. Dann fängst du mit dem vierten Schritt an. Du stellst einen Zusammenhang her zum Text. Warum wird jetzt genau dieses sprachliche Bild im Text verwendet, an genau dieser Stelle? Man könnte es so formulieren: Auf den Text übertragen verdeutlicht das sprachliche Bild, dass viele Jugendliche ohne nachzudenken Abos und Verträge abschließen und dabei nicht erkennen, welche Kosten eigentlich auf sie zukommen. Diese entstehenden Kosten sind nicht immer sofort erkennbar und sie nehmen Jugendliche wie eine Falle gefangen, aus der sie ohne professionelle Hilfe nicht mehr herauskommen und daran auch zugrunde gehen können bzw. kaputt gehen können. Auch hier denkt dran, abwechslungsreich und in eigenen Worten formulieren und das auch über circa eine Viertelte, wenn nicht sogar eine halbe Seite. Erst dann kann man sagen, das sprachliche Bild ist von dir verstanden worden und du kannst erklären, warum es an dieser Stelle im Text verwendet wird. Schauen wir uns noch ein drittes und letztes Beispiel an. Wir nehmen wieder das sprachliche Bild. Es lautet jetzt in diesem Beispiel, den Täter zu finden, war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Konkret geht es in diesem literarischen Text, also sprich einen Auszug aus einem Buch, darum, dass ein Polizist, ein Kommissar, ein Verbrechen aufklären muss und der Verbrecher so geschickt vorgegangen ist, dass er kaum Hinweise hinterlassen hat. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe für den Kommissar extrem schwierig. Auch hier liest du und verstehst den Text zunächst. Um was geht es in diesem Text? Du findest das sprachliche Bild und markierst es. In dem Fall Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie gesagt, es ist ja nicht wirklich so, dass der jetzt bei der Verbrechensaufklärung die Nadel im Heuhaufen sucht, sondern es fühlt sich so an wie. Und dann formulierst du deine allgemeinen Gedanken zu diesem sprachlichen Bild. Das könnte so aussehen. Mit dem Sprachbild, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, verbindet man eine schwere Aufgabe. Etwas, das nahezu aussichtslos ist. An Ziel zu kommen bedeutet, geduldig zu sein und gründlich zu arbeiten, damit einem nichts entgeht. Und im vierten Schritt stellst du jetzt diese Gedanken im Zusammenhang mit dem Text. Warum wird bei dieser Textstelle genau dieses sprachliche Bild mit dieser Bedeutung verwendet? Es könnte so formuliert sein: Im Zusammenhang mit dem Text lässt sich dieses sprachliche Bild so deuten, dass Kommissar Berger vor der schwierigen Aufgabe steht, einen Täter zu finden, der scheinbar keinerlei Spuren hinterlassen hat. Berger weiß nicht, wo er mit der Ermittlung beginnen soll, da er kaum Anhaltspunkte hat. Er muss im Museum nun sehr gründlich ermitteln und Spuren genau auswerten, damit er keinen Hinweis übersieht. Auch hier abwechslungsreich und ausführlich die Gedanken formulieren. Lieber etwas zu viel, dafür ausführlich, als viel zu wenig und zu knapp. Zum Ende des Videos möchte ich dir noch einige Tipps und Hinweise geben, auf die du achten kannst bzw. musst bei der Aufgabenbearbeitung. Einige kennst du schon, da wir sie besprochen haben, andere sind jetzt neu, aber wir listen sie nochmal auf. Wichtig ist, wenn du ein sprachliches Bild im Text findest, lies den Text vorher auch. Also sprich, wenn du in einem bestimmten Absatz in Zeile 25 ein sprachliches Bild hast, lies dann nicht erst den Text genau durch, was nach dem sprachlichen Bild kommt, sondern auch gerne mal den kompletten Absatz. Kann sein, dass vor diesem sprachlichen Bild 5 Zeilen kommen, nach diesem sprachlichen Bild noch 10 Zeilen. Wichtig ist, dass du quasi um dieses sprachliche Bild herumliest, um wirklich zu verstehen, warum wird an dieser Stelle jetzt dieses sprachliche Bild verwendet. Verschriftliche zunächst allgemeinen Gedanken, weil oftmals liest man diese Aufgabe und weiß jetzt nicht wirklich, warum verwenden die jetzt genau dieses sprachliche Bild. Es hilft, sich das wirklich vorzustellen, wie es ist. Es fühlt sich so an, wie wenn man drinsteckt. Das hilft einem, die allgemeinen Gedanken zu formulieren. Und wenn man dazu was formuliert hat, wird einem in der Regel auch sofort klar, deswegen haben sie dieses sprachliche Bild verwendet. Die Situation der Person im Text ist genauso wie hier im sprachlichen Bild. Denk auch zum Schluss daran, dass du wirklich einen ausführlichen Textzusammenhang herstellst. Derjenige, der korrigiert, muss wissen, dass du verstanden hast, warum ist dieses sprachliche Bild verwendet worden. Nicht einfach nur 2-3 Zeilen schreiben, denn das ist viel zu wenig, um wirklich einen Zusammenhang herzustellen. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass dir nicht wirklich klar ist, warum wird dieses Bild verwendet.
beherzigst du alle diese Tipps, auch nochmal die Schritte zur Formulierung, dann hast du ziemlich sicher eine gute Punktzahl und kannst dann auch froh sein, diese Aufgabe gut bearbeitet zu haben. Blicke noch einmal zurück und schätze dich selbst ein, ob du die folgenden Lernziele erreicht hast. Weißt du, was man unter Sprachbildern versteht und welche Schritte man zur Analyse eines solchen gehen muss? Und kannst du die abschließenden Hinweise auf Aufgaben anwenden? Bist du dir unsicher? Spule das Video zurück und schau dir einen Lernbereich noch einmal an.